Hunderte Mädchen brechen gestern Abend vor dem Tele-Zürich-Studio in Tränen aus, kreischen um die Wette und fallen reihenweise in Ohnmacht. Und das alles wegen dem DSDS-Sieger Luca Hänni. Der 17-jährige Superstar war gestern für eine Autogrammstunde und die Sendung tagtäglich zu Besuch gewesen. Lilia Mucibabic über das Phänomen, wo Fans in emotionalen Ausnahmezustand befördert. Sie schreien sich die Seelen aus dem Leib. Tränchen sind auch keine Seltenheit. Jeder von ihnen hat ein Ziel. Luca Hänni, DSDS Superstar 2012, mal tief in die Augen zu schauen. Für manche Teenager ist der ganze Rummel aber zu viel. Ein paar Mädchen stehen kurz vor dem Kollaps. Die Sicherheitskräfte müssen sie aus der Meute rausholen. Tele Zürich zeigt die hysterische Szene, ein Psychologe Thomas Steiner. Für den Experten ist klar, vom Phänomen sind in erster Linie Mädchen betroffen. Man stellt sich eigentlich vor, dass es wie eine Möglichkeit ist, etwas ganz Intensives zu erleben. Und etwas in einer Intensität zu erleben, wie sonst einem nicht möglich ist. Und da bietet die Situation den Anlass dazu. Die Girlies stecken sich dann auch gegenseitig an, so der Thomas Steiner. Das Phänomen ist nicht neu. In jüngeren Jahren haben die Bands wie die Backstreet Boys oder Tokyo Hotel die Knie von jungen Frauen schwach werden lassen. Die jungen Mädchen sind mehr suggestibel, neigen mehr zu Theatralik und sie wollen etwas inszenieren, sie wollen etwas selber erleben, sie wollen sich identifizieren mit dem Idol und für das ganz Gas. Aus unschuldigen Teenager wird eine berechnende Masse, alle mit einem Ziel, einem Luca Hänni so nahe wie möglich zu sein, ihn berühren zu können, ihm endlich zu sagen, was man auf dem Herzen hat. Für jemanden in einer Entwicklungsphase ist das einfach auch eine Möglichkeit, sich zu erleben, Grenzerfahrungen zu machen und das ist ein wichtiger Bestandteil von der Entwicklung während der Pubertät. Das heisst aber auch, je älter der Fan, desto weniger hysterisch ist er.